Wie viel Klopapier passt in das Tasmanian Tiger Modular Pack 30? Eine gute Frage, oder? Und wenn du wissen willst, was dieser Rucksack kann und meine Erfahrungen aus den letzten Monaten auch mitnehmen willst und ihn vielleicht sogar auch noch gewinnen willst, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop im Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir wollen es wissen, ja? Und du kannst den gewinnen, also bleib bis zum Ende des Videos dran, dann erklär dir das. Das Mission Pack 30, das war ein Rucksack, den ich ja eh schon länger im Einsatz habe, aber von Anfang an irgendwie ein komisches Gefühl damit gehabt habe, weil ich eigentlich nicht genau verstanden habe, was der große Vorteil dabei ist und wo das Einsatzgebiet steckt. Schau, wenn du einfach nur einen Rucksack willst, wo du einfach nur Klopapier reinhauen willst, ja, dann tut es bald mal was. Aber dieses Mission Pack, das hat einen ganz großen Vorteil. Und dieser Vorteil ist auch ein Nachteil. Schauen wir uns an. Den Rucksack kannst du mit einem Zwei-Wege-Reißverschlusssystem aufmachen. Das heißt, zwei Zips kannst du ihn aufmachen und kannst dann entweder so weit aufmachen hier und dann ist er eben ein Toploader. Das heißt, du kannst jetzt hier Klopapier reingeben. Was schätzt du, wie viele Rollen gehen rein? Das zeige ich dir dann nachher. Das ist auch der Teil des Gewinnspiels. Du hast dann hier noch einmal eine Tasche, da passt auch noch einmal doch gut was rein. Ich habe da jetzt weiß ich auch endlich, wo ich meine Petzl-Lampe hingebracht habe. Aber sei es drum. Das heißt, das funktioniert hier jetzt so, kannst du zugreifen. Das ist wirklich schön gemacht und das habe ich am Anfang einfach nicht geknackt. Und das ist aber wichtig. Und du kannst ihn natürlich auch komplett aufmachen und kannst dann auch komplett zugreifen. Und dann ist dieses flauschige Flauschi-Dingsbums hier drinnen. Hier hinten ist es mit Molle angebracht. Auch seitlich kannst du noch Molle anbringen oder eben Glätt. Und Glätt bedeutet, dass das Tasmanian Tiger hier unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände, also Pouches gemacht hat, um Ausrüstungsgegenstände anzuglätten. Hier jetzt zum Beispiel, das ist irgend so ein, eigentlich ist das dafür gemacht, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es heißt, ich gebe da aber den Link da unten. Ja, das ist eigentlich gemacht für Objektive. Ne? Ich mache jetzt sehr viel auf Fotosachen, habe ich mir angeschaut. Und ich verwende dieses Teil hier und ich schaue da gleich nach, wie es wirklich heißt. Das irritiert mich jetzt, das tut mir wirklich leid. TT Modular Lens Pack VL. Entschuldigung. Ich verwende das, um meine Wärmebildkamera, den Guide, da, der passt da nämlich ganz genau rein und dann kann ich zumachen und dann ist er nämlich auch ein bisschen geschützt, weil da ist so ein, ja, ich weiß nicht, das verstärkt einfach. Das heißt, da habe ich ein besseres Gefühl, als wenn ich das einfach nur in eine normale Tasche packen würde und kann das, und das ist eben der große Vorteil bei diesem Teil, da anbringen, wo ich das will. Das heißt, das ist so irgendwie so taktisch und militärisch und für Spezialeinheiten oder was weiß ich, aber auch normale Einheiten, die halt Ausrüstung an einen speziellen Platz angepoppt haben wollen, weil die irgendwas trainieren, sei es Erste Hilfe, sei es irgendwelche Gefechtsdienste oder Kommunikation oder was auch immer. Und das sind Routinen-Checklisten, die im Kopf einfach so eingedrillt haben, dass sie wahrscheinlich, wie du sie in der Nacht aufwächst, du musst jetzt das tun, der genau weiß, wo er aufreißen muss. Oder sie, gibt ja auch Frauen bei Spezialeinheiten, die aufreißen und genau wissen, wo sie hingreifen müssen. Gut, das ist für mich nicht so wichtig, weil ich halt nicht im Einsatz stehe, zumindest nicht in so einem Einsatz. Aber man kann es trotzdem ausnutzen. Das heißt, zum Beispiel für Erste Hilfe. Da wird noch ganz viel kommen, also lass mal ein Abo da hier und schau da auch die anderen Videos an. Also wir werden für Erste Hilfe, da werden wir einen Schwerpunkt ab jetzt setzen. Und da kommt noch sehr, sehr viel, was Ausrüstung betrifft, aber auch Wissen für Outdoor Erste Hilfe. Ja, gut, wie auch immer. Du kannst hier auf der Seite, kannst du auch Glätt anbringen. Ich habe jetzt hier einiges mitgebracht, was es so halt von Tasmanian Tiger gibt. Und da gibt es eben diese kleinen Täschchen hier, die auch diese Glätt-Funktionalität haben. Und die könntest du jetzt hier anbringen. Die sind zwar natürlich jetzt nicht so riesig, das ist klar, die gibt es im Dreierpack, gebe ich dir in meinen Shop, das ist ganz klar. Aber da kann man jetzt, weiß ich nicht, ein Mobiltelefon oder sonst irgendetwas reinpoppen in dieses VL-Set. VL, ich glaube, das heißt das... Das hat was mit dem Glätt wahrscheinlich zu tun. Schreib mal unten einen Kommentar, wenn du das auch rausfinden willst. Und wenn du sagst, was hat es mit dem Klopapier auf sich? Gib mir ein bisschen Zeit. Ich verspreche, ich werde alles auflösen. Das gibt es da, Dreier-Set. Da gibt es dann noch ein kleines, das wird da noch herpassen. Das habe ich aber woanders eingebaut und da komme ich jetzt momentan nicht ran. Aber das wäre jetzt die Möglichkeit. Ne?
Und es gibt von TT auch solche größeren Teilchen hier. Ja? Die kannst du, also entweder sind sie im Lieferumfang eh schon dabei oder du kannst sie auch extra kaufen. Und da ist halt dann auch wieder die Möglichkeit, da spezielle Ausrüstung rein zu poppen. Jetzt bist du vielleicht Bushcrafter und sagst dir, ich brauche das eigentlich nicht, dann ist das okay. Wenn du aber vielleicht Fotograf bist, und genau da ist nämlich jetzt auch wieder der Punkt, ja. Das ist nichts Militärisches, sondern wenn du jetzt Fotograf bist, Filmer bist oder es irgendetwas gibt, wo auch du schnell, Naturfotograf, ne? Schnell zugreifen willst, damit du weißt, wo das Zeug ist, ist es halt cool, wenn es modular aufgebaut ist. Gut. Jetzt könnte man sagen, ich bin so traurig, weil ich habe dieses Klettingsbums da alles nicht. Ich habe alles in Molle. Zum Beispiel hier auch wieder von Tasmanian Tiger, dieses Utility Pouch, das ich übrigens sehr gerne mag, weil es eben fast kein Eigengewicht hat, aber sei es drum. Dann kannst du auch das hier hinten, ja, in diese Molle, in diese, die sind ein bisschen strenger, aber kannst du auch das hier reinbringen. Ich will es jetzt nicht tun, es geht. Ja? Es geht, und wenn nicht, dann glaubst du mir halt nicht. Ist ein bisschen strenger, ist dann nicht so einfach zum Rausnehmen, und das ist nämlich auch der große Vorteil meiner Meinung nach, wenn ich nämlich dieses Teil hier, erste Hilfe wieder, genau dieses Teil haben will, dann nehme ich es runter und brauche nicht den ganzen Rucksack tragen. Kann man sagen, gibt sicher Anwendungsgebiete dafür. Vielleicht für dich nicht, wie auch immer. So, also das ist jetzt mal der Rucksack so ganz grob noch einmal beschrieben. Auch für all jene, die eben noch nicht ganz verstanden haben, wozu dieses Modular überhaupt da ist. Dann eben hier oben das Deckelfach. Ich habe da Schneidfetzen. Das ist auch Klopapier übrigens. Klopapier, ja, Klopapier in Form von, draußen ist das super, weil jetzt Hand aufs Herz. Wer nimmt eine Klopapierrolle mit dem, also da nimmt man normalerweise dieses Teil hier, nein, lassen wir das. Ich habe ja auch einmal ein Video gemacht, gehe wieder da oben am Rainer-Rossmann-Kanal vor vielen, vielen Jahren, da war ich auch viel jünger und dynamischer und alles. Und da habe ich ein Video gemacht, Überleben ohne Klopapier in der Natur. Schau dir das einmal an und schau auch beim Rainer-Rossmann-Kanal vorbei, aber sei es drum. So, da gibt es auch zwei Fächer, eine Netztasche und so eine Schubfach, so eine Netztasche und ein Schubfach, die kann man nicht verschließen, die sind also offen. Und da gibt es so ein kleines Taschel, weiß ich nicht, kann man Münzen reingeben oder den Schlüssel oder USB-Stick oder ich habe keine Ahnung. Und das Fach ist auch relativ groß, da tut sich schon einiges, da gibt es überhaupt nichts zum Sudern. Normalerweise ist hier oben ein Flexicord angebracht, genau da, ne? Das siehst du eh noch die Öffnungen. Ich habe dieses Flexicord aber umgebaut, ich habe es hier unten jetzt angebracht, also standardmäßig, wenn du einen Rucksack zum Beispiel bei mir im Shop kaufst, ja, dann ist das hier oben montiert. Aber ich habe es mir hier unten hergegeben, weil, jetzt kommt der Punkt, da eine Jacke gut reinpasst, ja, irgendeine Überziehjacke. Und wenn ich die da oben habe und aufmachen will, dann ist das blöd, dann schlankelt das da so herum, speziell wenn in dem Deckelfach viel Ausrüstung drinnen ist, was auch immer, dann wird das sowieso schwer, und wenn dann die Jacke auch noch drauf ist, nervt mich. Daher habe ich das hier an dieser Stelle angebracht, und ich mache diesen Rucksack, ich zumindest für mein Anwendungsgebiet, ja, bin ja kein der Soldat, wäre so überhaupt nicht mein Ding. Ich mache ihn meistens nur so auf. Und dann stört die Jacke hier an der Stelle auch nicht. Also das ist für mich die bessere Lösung, aber das muss jeder selber wissen. Es gibt hier auf der Seite auch noch so, ich weiß nicht, Kunststoffteile, wo man das auch durchziehen könnte. Also du kannst hier entweder dieses Flexicord verwenden oder du kaufst dir eines und kannst hier auf der Seite auch noch einmal was anbringen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Und hier gibt es natürlich auch diesen Lasercut, um hier Ausrüstungsgegenstände anzubringen. Ich finde auch, dass dieser Rucksack, wenn man jetzt auch dieses Flexicord vielleicht ganz wegnimmt, auch so ein bisschen, wie nennt man das, damit es cool ist, Low Profile ist. So Low Profile. Nein, ich meine damit, wenn der jetzt nicht in Oliv ist, gibt es natürlich auch in Oliv, wenn der in Schwarz ist, dann fällt das in der Stadt nicht unbedingt auf, ist ja der Rucksack. Ne? Wenn jetzt überall diese Molle aufgenäht sind, dann fällt das halt mehr auf. Aber ich schwafle, weil dich interessiert wahrscheinlich, wie du diesen Rucksack gewinnen kannst, nämlich genau diesen hier. Aber gib mir noch ein bisschen Zeit. Hier hinten, da könnte man jetzt auch, da hinten ist das Tragesystem eingebaut. Da kann man auch noch ein bisschen was reinstecken, also irgendwelche als kleines Geheimfach. Jetzt habe ich verraten, dass es ein Geheimfach sein könnte. Jetzt ist dann kein Geheimnis mehr, egal wie auch immer. Da, ich gehe davon aus, dass man da irgendwelche Trinkblasen oder sowas anbringen kann, die ich ja überhaupt nicht leiden kann. Habe ich auch einmal ein Video gemacht, gebe wieder da oben den Link. Ich mag die nicht, aber jeder wie er mag. Und man kann halt da von außen zugreifen, weiß ich nicht, irgendwelche Kabeln durch oder die Antenne oder ich habe keine Ahnung. Das ist nicht so mein Ding.
nicht so mein Ding. Dann hier hinten, ja, da ist auch offen. Ja. Ich glaube, dass es wahrscheinlich auch daran das gedacht ist, dass man die Trinkblase hier einbringt. Würde wahrscheinlich auch Sinn machen, ist so. Und was es hier auf der Seite auch gibt, das ist der, da ist eigentlich, da sind so Flossen drauf, dass man das über die Hüfte geben kann. Da ich keine Hüfte mehr besitze, sondern nur mehr einen Bauch, brauche ich das nicht. Nein, ich brauche es wirklich nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn. Nein. Bevor ich jetzt zum Gewinnspiel komme. Ich habe anfangs diesen Rucksack wirklich nicht leiden können. Ich habe mir gedacht, was soll das? Die wollen einfach nur wieder irgendwas rausbringen, damit man wieder was Neues kaufen muss. Wobei, was muss man denn wirklich? Man muss ja gar nichts kaufen. Aber ich habe den jetzt im Einsatz gehabt. Und ich muss sagen, dass einmal unabhängig vom Tragekomfort, also mir taugt der Tragekomfort total, das ist super, das passt alles gut, ich jetzt auch mit diesem modularen System mich angefreundet habe. Dass es spezielle Anwendungsgebiete gibt, wo das Sinn macht. Nicht immer, aber doch. Und wenn du jemand bist, der gerne Ordnung im Rucksack hat und nicht einfach alles reinstopft irgendwie, dann ist das was, über das du nachdenken kannst, wenn du das magst. So. Wie viel Klopapier passt da rein? Du kannst genau diesen Rucksack hier gewinnen, weil ich ihn nicht mehr in Schwarz haben will, sondern ich werde meinen Oliven besorgen. Also du kannst meinen Rucksack hier haben. Er ist ein bisschen schmutzig geworden. Ich werde ihn auch ein bisschen abputzen, bevor du ihn kriegst. Aber sei es drum. Ich will jetzt von dir wissen, wie viel Klopapier kann ich da reinpacken? Schreib gleich einmal einen Kommentar, wie viel Klopapier da reinpasst. Was glaubst du? Bin schon gespannt. Ich bin so gespannt. Klopapier, das ist ja Gold, ne? Also willst du eins haben? Das Klopapier schicke ich dir natürlich nicht mit, oder schicke ich dir doch mit. Das ist ja urviel wert, ne? Ich meine, wenn du jetzt eine so ein 10er-Pack Klopapier kaufen willst, dann sind das ja Wucherpreise, ne? Schau da mal an. Aber das wird sich auch wieder ändern. Das ist halt jetzt gerade, wo ich dieses Video mache. Jetzt müsste ich gehen und mir noch ein Klopapier checken. Die eine Rolle ist nicht, die wird auch noch reingehen. Aber die habe ich nicht mehr. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass so viel Klopapier da reinpasst. Wie kannst du ihn gewinnen, diesen Rucksack? Du musst Abonnent sein. Tut mir leid. Du musst Abonnent sein. Du musst einen Kommentar schreiben. Und dann ein Monat. Einmal im Monat verlosen wir jetzt was, weil ich habe mit der Manuela geredet und die hat gesagt, René, du hast so viel Zeug. Und ich sage, ja, es tut mir leid. Das muss ein bisschen weniger werden. Weil ich wollte ihn auch in grün. Und sie hat gesagt, jetzt hast du einen schwarz und grün. Und ich habe gesagt, ja, ich brauche ihn manchmal auch halt auch in grün. Also, es wird jetzt immer wieder Verlosungen geben. Das heißt, lass mal ein Abo da, weil einmal im Monat verlosen wir was. Und wie schaut das Ganze aus? Ab heute läuft ein Monat dieses Gewinnspiel. Das bedeutet, in einem Monat kommt das nächste Video mit dem nächsten Gewinnspiel. Und da veröffentliche ich auch, wer diesen Rucksack hier gewonnen hat. Okay? So, du musst Abonnent sein und du musst mir einen Kommentar schreiben. Und zwar, du musst mir einen Kommentar schreiben, wie viel Klopapier ich da jetzt reingepackt habe. Und dann hast gewonnen. Wenn es falsch ist, dann ziehe ich wie einen anderen. Das heißt, wirklich genau hingeschaut haben und mitgezählt haben und den Kommentar schreiben. Und wenn du jetzt sagst, ich schaue mir das Video gar nicht an, sondern ich schreibe einfach nur einen Kommentar ab. Aufpassen, guter Freund oder gute Freundin. Vielleicht wirst du reingelegt. Also wie viel Klopapier habe ich da reinpackt? Schreib mal einen Kommentar. Das ist wichtig. Also wie viel Klopapierrollen? Und du musst Abonnent oder Abonnentin sein. Dann bist du mit dabei und kannst diesen genialen Rucksack gewinnen. Frei Haus schicke ich ihn dir nach Österreich, Deutschland oder in die Schweiz. Daumen nach oben oder nach unten. Link zu all den Produkten findest du natürlich unten. Spiel mit und lass ein Abo da. Und in einem Monat wieder reinschauen, da kommt das nächste Gewinnspiel. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein René Rossmann. Bis bald und ciao.